Bayern besiegt Leipzig, das Topspiel wurde gewonnen. Wir analysieren in diesem Video, was beim FC Bayern München gut funktioniert hat, was er weniger gut funktioniert hat und was vermutlich noch verbessert werden sollte, bevor es in der Champions League gegen PSG geht. Los geht's! Wie immer kurz, bevor das Video losgeht, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Keine lange Rede, wir fangen direkt an. Der erste Punkt immer bei Bayern, was mir echt gut gefallen hat, ist die Abwehr. Vor allem im ersten Durchgang und dann auch über den meisten Teil der zweiten Halbzeit war die Abwehr super. Erstmal hat man kein Gegentor kassiert, was in den letzten Spielen oft nicht der Fall war, also zu Null spielen, eine Rarität gefühlt schon beim FC Bayern. Das war richtig gut und außerdem in der ersten Halbzeit war die Abwehr wirklich brillant. Keinen einzigen Schuss aufs Tor von Manuel Neuer zugelassen. Und das, obwohl Leipzig jetzt ja wirklich kein schlechtes Team ist. Die hatten Qualität, standen auch mit einem 3-4-3-System teilweise im Offensivgang. Nicht wirklich defensiv da. Also die haben sich was getraut, haben es versucht, aber die Bayern-Defensive war einfach echt gut. Und man muss dazu natürlich bedenken, dass es irgendwie eine Konstellation war, die sonst nicht zusammenspielt. Und dass, wie gesagt, auch einfach zwei startende Verteidiger mit Alphonso Davies, Linksverteidiger, und Jerome Boateng, Innenverteidiger, gefehlt haben. Und die Abwehr sowieso ein bisschen zusammengewürfelt war. Aber für diese wirklich neue Konstellation an Verteidigern war das echt gut. Da kann man sich nicht beschweren. In der zweiten Halbzeit wird Leipzig dann ein bisschen offensiv stärker, aber auch da hat die Abwehr vom FC Bayern gut dagegen gehalten. Da war es jetzt nicht mehr so gut wie in der ersten Halbzeit, aber man hat halt im Endeffekt kein Tor zugelassen, was dann das Wichtigste ist, wenn man selber nur einen schießt. Und wenn man dann hinten die Null hält, dann ist es halt ausreichend, ist gut gemacht vom FC Bayern. Zudem, was ich in der ersten Halbzeit wirklich selber überzeugt davon war, zweite Halbzeit war nicht so gut, aber kann man gut mitarbeiten. Wenn wir dann jetzt einen Blick auf den nächsten Mittwoch werfen für die Champions League, Bayern gegen PSG, da sind natürlich Jerome Boateng und Alphonso Davies beide wieder dabei, waren ja beide in der Bundesliga nur gesperrt, beziehungsweise Boateng ist auch im nächsten Spiel gegen Union Berlin wieder am Start. Alphonso Davies muss das Spiel auch noch aussetzen wegen seiner Sperre, aber für die Champions League können wir mit beiden rechnen, was auch sehr wichtig ist. Was mir persönlich nicht so gut gefallen hat, war dieses gesamte Offensivkonstrukt das ganze Spiel über. Besonders in der zweiten Halbzeit war es echt, fast bis zum Ende war keine Offensive vorhanden. Da hatte man größte Teil der zweiten Halbzeit über gar keinen einzigen Torschuss oder keinen einzigen Schuss auf das Tor von RB Leipzig, was natürlich nicht gut ist, wenn man gewinnen will. Und mit dem Blick auf PSG, die natürlich echt auch kein schlechter Verein sind, sollte man das vielleicht nochmal optimieren. Da komme ich auch mal direkt zum nächsten Punkt, der mir gar nicht gefallen hat, die Aufstellung. Wenn ihr im Stream dabei wart, wenn ihr mich auf meinem Kanal verfolgt, wenn ihr das Video mit den möglichen Aufstellungen gesehen habt für das Spiel gegen Leipzig, dann wisst ihr, dass ich kein Fan bin von Erik-Maxim Choupo-Moting. Ich weiß nicht, warum er von Anfang an gespielt hat. Ich hätte da viel, viel, viel lieber Serge Gnabry gesehen. Viel lieber, weil ich wirklich einfach kein Fan bin von Choupo-Moting. Er hat es, muss man so fair sein, er hat das nicht schlecht gemacht, vor allem was er vorhin an Zweikämpfen gewonnen hat, war richtig gut, hat glaube ich bis zur Halbzeit die beste Zweikampfquote, die meisten Zweikämpfe für den FC Bayern gewonnen und hat jetzt tatsächlich kein schlechtes Spiel gemacht, war jetzt natürlich kein Lewandowski, der Bayern alleine zum Sieg schießt, aber an sich muss man wirklich sagen, hat er vorhin einen guten Job gemacht. Dennoch würde ich glaube ich lieber Serge Gnabry beim nächsten Spiel sehen, was mich zum nächsten Punkt bringt, das Einwechselverhalten beim FC Bayern. Da habe ich mich schon bei den letzten Spielen immer wieder drüber beschwert, ich verstehe es nicht. Bayern hat super spät erst das erste Mal gewechselt. Bayerns erster Wechsel war in der 72. Minute. Und wenn man bedenkt, dass in der zweiten Halbzeit in der Offensive wirklich nicht viel funktioniert hätte, hätte man auch deutlich früher wechseln können. Da wurden Serge Gnabry wurde für Kingsley Coman eingewechselt, ein positionsgetreuer Wechsel, und Jamal Musiala für Goretzka ein eher offensiver Wechsel. Was ich tatsächlich nicht so ganz verstanden habe, vor allem nicht den Musiala-Wechsel, weil, naja, Bayern war halt in der Phase des Spiels schon eher, war es realistischer, dass RB den Ausgleich schießt, als dass Bayern die Führung so ausbauen kann, und dann offensive Power war jetzt wahrscheinlich nicht das Richtige. Aber allein die Tatsache, dass man bis zur 72. Minute mit dem Wechsel gewartet hat, war einfach zu lang. Man hätte auch locker schon in der 65. wechseln können. Vor allem, wenn diese Offensive einfach nicht viel zustande bringt in dieser zweiten Hälfte. Und da hätte wirklich ein früher Wechsel überhaupt nicht wehgetan. Hätte wahrscheinlich im Gegenteil das Bayern-Spiel eher ein bisschen gepusht. Und ich hätte auch Serge Gnabry für Choupo-Moting eingewechselt. Einfach weil Gnabry nochmal ein frischer, schneller Spieler ist und Coman und Sané nicht wirklich auffällig waren, das ganze Spiel. Das heißt, sie hatten auf jeden Fall, meiner Meinung nach, so wie es vom Auge des Betrachters aussah, hätten die auf jeden Fall, oder hätte auch Coman, der dann ja ausgewechselt wurde, noch ein bisschen länger mitspielen können. Aber gut, wollen wir nicht den Teufel an die Wand machen. Bayern gewinnt natürlich das Tor, vorgelegt von Thomas Sist auf den Leon Goretzka. Und da haben wir es doch, 1-0 für die Bayern gewonnen. Das Tor natürlich waren, nicht, ich will nicht sagen, war ein Zufallsputt, es war schon wirklich, das Tor war sehr gut gemacht. Kimmich mit einem schönen tiefen Ball in den Strafraum, Müller mit diesem Fake-Schuss, Schussfinte, wie auch immer man es nennen möchte, dann Rückraum und dann Leon Goretzka einfach mal ohne nachzudenken, das Ding einfach mit voller Power aufs Tor und dann ist es reingegangen. Das Tor war schon sehr gut, aber ansonsten haben schon irgendwie ein paar Offensivaktionen in diesem Spiel vom FC Bayern gefehlt.
wenn wir jetzt mal überlegen, was müsste Bayern gegen PSG ändern, ich würde sagen, Gnabry sollte meiner Meinung nach in Sturm, auch wenn Choupo-Moting es wirklich nicht schlecht gemacht hat, aber dann von der Torgefahr war da wirklich nicht viel torgefährlich, war ja nicht wirklich, da kam nicht viel, deswegen, ich würde es einfach ausprobieren mit Serge Gnabry. Dann natürlich in der Innenverteidigung haben wir wieder Alphonso Davies und Jerome Boateng, wie ich es eben gesagt habe, das würde ich, ja, die sollten auf jeden Fall spielen, meiner Meinung nach deutlich, nicht deutlich stärker, aber stärker als Süle und Hernandez, die die beiden ja ersetzt haben. Ich würde sagen, man muss irgendwie diese Philosophie, was auch immer in den Köpfen der Spieler war, ob es vielleicht ein Alaba war, der das Team da richtig heiß gemacht hat in der Innenverteidigung, oder ein Neuer, der irgendwelche anderen Anweisungen gegeben hat. Aber auch wenn die beiden Stars, Topstars wieder da sind, sollte man weiterhin so gut verteidigen. Es hat richtig, richtig gut funktioniert und das sollte man unbedingt beibehalten. Ansonsten, natürlich wisst ihr Bescheid, Bayern gegen PSG am Mittwoch. Ich werde wahrscheinlich relativ früh live gehen, vielleicht schon um 19.30 Uhr, vielleicht um 20 Uhr. Mal gucken, um 21 Uhr ist da ja Anpfiff. Deswegen relativ früh. Eine FIFA-Prediction wird auf jeden Fall auch noch kommen, morgen oder übermorgen, wahrscheinlich eher am Mittwoch, und dann morgen am Dienstag kommt die Gegenanalyse, wie ich es auch schon mit RB Leipzig gemacht habe. Das war's von diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne eine positive Bewertung da, abonniert den Kanal, damit die Zahl hier oben größer werden kann. Das war's von mir und ciao.